السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن سيد الأولين والآخرين. بدد يا رسول الله، بدد يا سادات أصحاب رسول الله، بدد يا مشايخنا، بدد يا مولانا شيخ الله خالد بن حسن شيخ محمد بن الحقاني، بدد تاريختنا والصحبة والخير في الجميع. السيد ما شاء الله الملبن Think from Grand Sheikh Abdullah Dasari. Say he was repeating his Qasida. Bushra lana ma'ashab Islam anna lana anna l'inayat rukna ghayra min hadimih. Good tidings for Islam people, because they have strong building, cannot be destroyed. Wir haben uns heute erinnert an eine Sache von Großsheikh Abdullah Faiz al-Astani, der ein Qasida erwähnt hat, wo gesagt wird da drin, gute Nachricht für die Menschen, die den Islam haben, denn sie haben ein starkes Gebäude, in dem sie Schutz finden. We must be thankful because this strong building of Prophet sallallahu alaihi wasallam, who Allah love him, praise him, give everything for his honor for us. Und ihr müsst dankbar sein, weil in diesem starken Gebäude, das Gebäude des Islams, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam für uns gebracht hat, da findet ihr alles das, was den Menschen Ehre bringt. And Prophet sallallahu alaihi wasallam was all time thinking about us, about his nation, Ummah, and asking for forgiveness from Allah for them. Die einzige Sorge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er hatte, war seine Gemeinschaft. Und er hat immer stets Vergebung für seine Gemeinschaft gebeten. He was not looking for anything from dunya, only day and night he was praying for Ummah, for human being to come to accept this good way, good thing Allah they will give them. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der interessiert, der also hatte kein Interesse an dieser Welt und an irgendwelchen materiellen Dingen. Das Einzige, was er getan hat, dass er Tag und Nacht gebetet hat für seine Gemeinschaft. Und seine Gemeinschaft ist die ganze Menschheit, dass sie, dass Allah ihn vergibt und dass sie dieses Geschenk, das Geschenk des Islams annehmen. Allah, he promised him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah, he will give you until you be happy. Und Allah جل جلاله hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen im Heiligen Koran, in dieser Ayat, die man erwähnt hat, wo er sagt, Allah wird dir geben, bis du zufrieden sein wirst. Not giving you from dunya, from gold or from silver or jewelry. This not important for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Important gift of Allah for him to make people save them from Jahannam. Und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihm sind die weltlichen Dinge nicht wichtig, wie Gold, Silber und Juwelen, sondern ihm ist wichtig, dass die Menschen dieses Geschenk von Allah erhalten, sodass sie vor dem Höllenfeuer errettet werden. And the day of resurrection, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he will ask for Shafa, for his nation, for Ummah,
And Allah, He will give you, and He will ask for, He will give him, He will give him, asking, and he takes until he said, I am happy. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam für uns Fürsprache einlegen für seine Menschen. Und er wird fragen und Allah wird ihn gewähren. Und er wird weiter fragen und Allah wird ihn gewähren. Und er wird mehr fragen für die Vergebung der Menschen. So lange wird er bekommen von Allah, bis der Prophet zufrieden ist. This is what he is happy with. This, that Jannah already Allah gave him from beginning from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he visited this paradise Jannah, and he know all of this. He wasn't happy without his ummah to come to paradise. Und genau das ist, was den Propheten am Ende glücklich machen wird. Es ist nicht das Paradies, wonach er verlangt. Er hat das Paradies bereits gesehen. Er ist erst glücklich, wenn seine ganze Gemeinde, seine ganze Gemeinschaft ins Paradies mit ihm eingeht. For this lucky nation, lucky ummah, of course we are last nation, last ummah, but we are lucky to be from Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sind wir als Gemeinde von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir ein sehr großes Glück. Und natürlich sind wir auch die Gemeinde der Endzeit, aber dennoch haben wir das Glück, dass wir in der Gemeinschaft von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Because for his sake of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we do some thing not good, wrong, or we do sin, there is two angels, one in right, one in left. They are writing everything. So when you do something good, this right side angel immediately he is writing. Other one he is waiting. Maybe you ask for forgiveness and he will not write this. Und wir haben zwei Engel rechts und links auf unseren Schultern. Der rechte Engel schreibt auf, wenn wir eine gute Tat verrichten. Und wenn wir eine gute Tat verrichten, dann schreibt der Engel ohne Verzögerung diese gute Tat sofort auf und nimmt sie auch in sein Buch. Wenn wir eine schlechte Tat verrichten und Fehler machen, für die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wartet dieser Engel. Er schreibt nicht sofort unseren Fehler auf, den Engel auf unserer linken Schulter, sondern wartet noch, ob wir nicht um Vergebung bitten. And waiting 1 hour, 2 hours, until 8 hours waiting, and if this man or woman not asking forgiveness, said what we do, said okay, we wait too much, after this we must write this. Und dieser Engel, der wartet 1 Stunde, 2 Stunden, und er wartet bis zu 8 Stunden. Und wenn in diesen 8 Stunden der Diener nicht um Vergebung gebeten hat, dann sagt er, was soll man machen? Okay, dann müssen wir es aufschreiben. Allah, for the sake of Prophet sallallahu alaihi wasallam, give chance for people to repent and ask for forgiveness. Und so hat Allah für die Ehre des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns diese Chance gegeben, dass wenn wir einen Fehler machen, dass wir Zeit bekommen, um Vergebung zu bitten und uns wieder Allah zuzuwenden. It's for every thing you do sin, you must make this and Allah forgive, inshallah. Und deswegen, egal, wenn wir einen Fehler machen und eine Sünde begehen, dann müssen wir schnellstmöglich um Vergebung bitten, bevor es aufgeschrieben wird, und dann wird Allah uns vergeben, inshallah. You must, of course,
You must repent and you must ask for the blessing, not to, to be happy what you do. Aber natürlich müsst ihr auch Reue empfinden. Also ihr dürft nicht glücklich sein, dass ihr jetzt einen Fehler gemacht habt und eine Sünde begangen habt und dann fragt ihr um Vergebung. Nein, ihr sollt ehrliche Reue empfinden und dann Allah um Vergebung bitten. So, mercy from Allah for Ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because other Ummah, they don't have this much tolerance. Und das ist eine spezielle Barmherzigkeit für die Gemeinde von Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Gemeinden anderer Propheten, die haben von Allah nicht so viel Toleranz bekommen. When Sayyidina Musa alayhi salam, he was in Tursina Mount of Tur, Mountain of Tur, and addressing Allah to him, he was there 30 before. To address for Allah, he must make cleaning, spiritual cleaning. He was doing 30 days fasting. Und der Prophet Moses, Friede sei auf ihn, wenn er gegangen ist, um mit Allah Jalal Jalaluhu zu sprechen, auf dem Berg Tur, ja, Platz Sinai, dann musste er vorher sich reinigen, sich spirituell reinigen und musste 30 Tage lang fasten. And he want to address and Allah Azza wa Jalla saying, because he going to divine presence of to address Allah Azza wa Jalla, he want to more be clean and because he is fasting, his mouth maybe making smell. He was cleaning his mouth. Und wenn er dann 30 Tage gefastet hatte, dann war das so, dass er natürlich vielleicht aus dem Mund etwas gerochen hat, ja, weil er nichts gegessen hat. Und so, wenn er dann zu Allah ging, um ihn, mit ihm zu reden, dann musste er vorher auch seinen Mund reinigen. Wenn du das Allah just send Jibreel alayhi salam and ask for what, why you do this? He said, because I want to clean, to not be bad smelling for you. Und als er seinen Mund reinigte, schickte Allah Jalal Jalaluhu und Jibreel zu ihm, Engel Gabriel, und sagte ihm, warum machst du das? Und Moses, Friede sei auf ihm, antwortete, ich mache das, damit wenn ich mit Allah rede, ja, dass ich nicht aus meinem Mund schlecht rieche. Said, you don't know this, the smell of mouth of fasting people, it is very valuable for Allah, and you take it out, you must make 10 days more fasting. Und Engel Gabriel sagte zu Prophet Moses, ja, weißt du denn nicht, dass der Geruch, der aus dem Mund eines Fastenden kommt, für bei Allah sehr beliebt ist. Ja, und jetzt hast du diesen Geruch aus deinem Mund entfernt. Jetzt musst du nochmal 10 Tage lang fasten. And after he Allah accept him and send him this Alwah. Hallo? Alwah, Alwah. Ja, und nach diesen weiteren 10 Tagen akzeptierte Allah ihn und gab ihm die Tafel mit den Regelwerken. And tell him, when you are here, your nation, one of them, they make very, very big wrong, and this they claim this cow to be their god. So Allah was angry with them.
Und dann informierte Allah ihn, dass als er weg war, die 40 Tage, hat seine Gemeinschaft eine sehr große Sünde begangen, einen sehr großen Fehler gemacht. Sie haben das goldene Kalb genommen und es angebetet. And when they come, he came to his nation and was very angry, threw this tablet and some of them broke. And he was very angry. People, they was asking for forgiveness from him. Und als Moses zurückkehrte zu seinem Volk, da war er sehr wütend auf das Volk und er nahm die Tafeln und schmiss sie hin, manche zerbrachen und rühmte sie für ihre Sünde, die sie begangen hatten. And Allah sent Jibreel alayhi salam and tell what they must do. They must to accept their forgiveness. Each one, they must be killed or kill himself. Und Jibreel alayhi salam, der kam zu ihm und sagte, O Moses, damit ihr euer Volk Vergebung bittet, die diese Fehler gemacht haben, die das Kalb angebetet haben, sie müssen sich selbst töten. And all the coming, these people all accept to this, and who not worship this cow, they was killing other. Und die, als der Befehl kam, akzeptierten sie diesen Befehl und diejenigen, die nicht das Kalb angebetet hatten, sollten diejenigen, die das Kalb angebetet hatten, töten. And this was that day they killed 73,000 from these people. Und an dem Tag wurden von denjenigen, die das Kalb angebetet hatten, 73,000 Menschen getötet. And with this, Allah accept their forgive them because they accept this and ask him for forgiveness and it's finished. Und erst dann akzeptierte Allah ihr Wunsch nach Vergebung, ja, weil sie dieses Urteil angenommen hatten und das auch verrichtet hatten, 73,000 Menschen getötet haben und bestraft haben. Erst dann akzeptierte Allah ihr Wunsch nach Vergebung und vergab ihn. And this it was in their Sharia still until time of Prophet sallallahu alaihi wasallam also same was. Und in deren Rechtsschule war das immer noch die Regel bis zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war die Bestrafung für so eine Sünde. Because when they treat Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina and they take them and ask them how I can how you like to be judged by law, my law or my brother Musa alayhi salam law. Und so auch als die jüdische Gemeinschaft von Medina den Propheten sallallahu alaihi wasallam hinterging, ja, und ihn betrogen, so fragte er sie danach, anschließend, als er wieder Gewalt über sie hatte, fragte er sie, wie wollt ihr jetzt bestraft werden für eure Betrügerei, für eure Sünde? Wollt ihr nach meinem Gesetz gerichtet werden oder nach dem Gesetz von meinem Bruder Musa, Friede sei auf ihn, Moses? They said, no, we are with Musa alayhi salam law. They know this law very well. Und sie antworteten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir wollen nach dem Gesetz Moses bestraft werden. Und sie kannten seine Gesetze sehr gut. And they was they choose, because if they accept Prophet sallallahu alaihi wasallam law, Sharia, they will be not be killed. But with Sharia of Sayyidina Musa, they must kill. Und so trafen sie ihre eigene Wahl und hätten sie das
Gesetz von Mohammed sallallahu alaihi wasallam akzeptiert, dann hätte er sie am Leben gelassen, aber sie entschieden sich dafür, nach ihren eigenen Gesetzen verurteilt zu werden, und das Urteil in diesem Fall war der Tod. Und deshalb wurden sie getötet. This is different between old Sharia and what we are lucky to be with Prophet, with only saying Astaghfirullah, we are asking forgiveness, Allah forgive us. Und so seht ihr den Unterschied der Barmherzigkeit, die der Gemeinde von Moses, Friede sei auch ihm zuteil wurde, und der Barmherzigkeit, die auf der Gemeinschaft von Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ruht. Sie mussten hart bestraft werden, damit sie Vergebung erlangen. Und wir haben es so einfach, dass wir nur sagen, Astaghfirullah, dass wir bereuen und um Vergebung bitten und Allah wird uns vergeben. Und das war saying for people that the people they don't understand the value what we have, many people like fish in sea, if they are in water, they don't understand what value of water. If they go out, they will be finished. That time they know, and they asking for water to be, but it will be finished that time. Und so verstehen viele Menschen nicht, was für ein Glück wir haben mit dem Islam und was für ein Glück wir haben in der Gemeinschaft von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sein. Ja, und die Menschen, die verstehen das nicht, sie realisieren das nicht, sie sind wie Fische im Wasser, die erst den Wert vom Wasser kennen, wenn sie aus dem Wasser rausgeholt werden. Und erst wenn sie aus dem Wasser draußen sind, dann wissen sie den Wert vom Wasser. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, until his last from leaving this world, he was only thinking for Ummah and giving advice and saying, don't forget this, don't forget that. And he especially for praying, said, don't forget to pray. Und das ganze Leben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum letzten Atemzug bestand nur darin, seine Gemeinschaft, an seine Gemeinschaft zu denken, ja, für seine Gemeinschaft zu arbeiten und ihnen gute Ratschläge zu geben, ihnen zu sagen, vergesst nicht dies, vergesst nicht das, vergesst nicht die wichtigen Dinge. Und eines dieser wichtigen Dinge, an die er den Menschen ständig erinnerte, war das Gebet. And the only thing we save ourselves is love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you love Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah love you and give you power and happiness and to help you to do every good thing, inshallah. Die einzige Möglichkeit, dass wir gerettet werden, ist durch die Liebe von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir den Propheten lieben, dann wird Allah uns lieben, uns Kraft geben und stärken und uns unterstützen, alle guten Dinge zu tun. And every occasion Allah make to give human being goodness from his presence, good thing. Now we are also in this good occasion. Und Allah Jalla Jalaluhu schafft viele Gelegenheiten, in denen er den Menschen von seiner Gunst und von seinen guten Dingen teilhaben lässt. Well, in 10 days, the most precious days in the year. Und so ist auch jetzt eine dieser speziellen Zeiten und Gelegenheiten, die Allah macht, um den Menschen Gutes zuteil werden zu lassen. Ja, wir sind in den 10 Tagen, die besten 10 Tage des ganzen Jahres sind. Prophet sallallahu alaihi wasallam, every night
It is valuable like Laylatul Qadr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in diesen speziellen 10 Tagen, in denen wir uns befinden jetzt, ist jede Nacht so viel wert wie Laylatul Qadr. And every thing reward beginning from 700 times, not 10 times, 700 times. Und jede Belohnung wird in dieser Zeit, also jede Belohnung, die man von Allah erhält, wird nicht verzehnfacht, sondern versiebenhundertfacht in dieser Zeit. After this, we are coming for Eid, for peace, it will be a real feast with a good gift of Allah, spiritual gift, make us happy. Und nach den 10 Tagen kommt Eid, und dieses Eid ist ein wahrhaftiges Fest. Und wir bekommen dann die ganzen spirituellen Geschenke von Allah, Jalla Jalaluhu, und diese Geschenke werden uns glücklich machen. We are together, all we are gathering here for love of Allah, for love of Prophet. This is ibadah, and you for knowledge, asking for knowledge, also for angel they put wing under your feet. This is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying. We are in this life, inshallah, get this barakah. Und Alhamdulillah, wir versammeln uns hier für die Ehre und für die Liebe von Allah, Jalla Jalaluhu, Liebe vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind Menschen, die auf der Suche sind nach Wissen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Menschen, die nach Wissen suchen, nach wahrhaftigem Wissen, die Engel breiten die Flügel unter ihren Füßen aus. And of course, many people, they intend to go to Hajj and they was trying to go, but they couldn't go. Allah, from their intention, He accept their Hajj, inshallah. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die wollten zu Hajj gehen, aber sie konnten nicht. Es war nicht für sie bestimmt, jetzt zu Hajj zu gehen. Aber dennoch wird ihre Absicht akzeptiert und sie bekommen die Belohnung dafür. Allah make it bless days for all of us. Allah keep us in strong iman and keep your yourself and your children, your relative safe from bad days, from bad things. Allah make give us every good thing, inshallah. Möge Allah uns inshallah an diesen 10 Tagen, diesen speziellen Tagen segnen, und möge er uns starken Iman geben und uns und unsere Familien an allem Guten teilhaben lassen und alles Schlechte von uns abwenden. Allah, Tawfiq al-Fatiha.